Sagen Sie jetzt mal bitte ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die anarchistische Gruppe Neukölln, kurz AGN, und die anarcho-syndikalistische Jugend, kurz ASJ, Berlin, organisierten im Juli eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Ihr hört nun zunächst die Ankündigung der ersten Veranstaltung über die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutungen dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute, die am 10. Juli in der Friedel 54 stattfand, und anschließend den etwa einstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutung dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute. Über Jahrtausende hinweg war die Arbeit als notwendiges Übel verschrien, als Opfer, das man bringen muss, um den Müßiggang genießen zu können. Doch in der Neuzeit wandelte sich der Begriff. Arbeit wurde von einer gering geschätzten bis verhassten Tätigkeit zu einer moralisch und anthropologisch überhöhten. Wie kam es zu dieser radikalen Umdeutung? Welche Rolle spielte hier die Erfindung des Eigentums? Welche Rolle die Ausbreitung des Protestantismus in Mitteleuropa und welche die klassische Familie? Und welche Rolle spielte die Philosophie bei der Umdeutung? Im Rahmen dieses Vortrages werden all diese Fragen behandelt werden, sowie insbesondere die Frage, was für Auswirkungen dieser Arbeitsbegriff auch heute noch auf unsere Gesellschaft hat und welche Probleme das mit sich bringt. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, wie Ideen und Utopien, aber auch praktische Ansätze aussehen können, aus dieser Zwickmühle herauszukommen. Hallo, ich bin Simon. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht ein paar Sachen vorneweg. Das ist der erste von drei Vorträgen hier in Berlin, die für die nächsten Wochenenden. Selbes Themengebiet, aber im Detail dann doch ein bisschen unterschiedliche Themen, beziehungsweise Überthema ist immer die Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Heute geht es um die Entwicklung des Arbeitsbegriffs. Nächste Woche geht es um die großen und schweren Thesen von Marx und Engels, und die werden dann geprüft. Und danach wird es dann ein bisschen mehr 20. Jahrhundert, 21. Philosophie und auch immer mit einer, also alle drei Vorträge mit einer aktuellen Prüfung der Thesen und gucken, was so ein bisschen die Konsequenzen daraus sind und wie wir dann aus dieser ganzen Misere rauskommen könnten. Genau, prinzipiell Ursprung dafür war, ich habe meine Magisterarbeit in der Philosophie über dieses Thema geschrieben und aus den verschiedenen Kapiteln wurden dann auch verschiedene Vorträge. Genau ist Philosophie, das ist vielleicht auch für so klassische linke Vorträge nicht so ganz der übliche Fokus. Es sind dann doch eher klassisch soziologische Vorträge gewohnt in den allermeisten Fällen, wobei ich hier jetzt auch nicht unbedingt einen Gegensatz aufmachen muss. Die Grenzen sind fließend, aber trotzdem sind Unterschiede auch da. Dann noch eine Sache, ihr werdet dann immer wieder so Köpfe sehen von irgendwelchen sogenannten Denkern. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es ganz, ganz herausragend super kluge Leute waren, sondern meiner Meinung nach ist es mit diesen sogenannten Denkern und Philosophen so ähnlich, wie es auch ein bisschen meiner Meinung nach mit unserer Psyche funktioniert. Ich denke nicht, dass wir uns Meinungen aufgrund besonders guter Argumente bilden, sondern ich glaube, wir bilden uns unsere Argumente aufgrund von Meinungen. Wir verbalisieren dann halt Sachen, die wir sowieso schon irgendwie denken oder fühlen. Viele, die besonders rhetorisch guten Leute sind Leute, die was schnell rechtfertigen können, noch bevor sie überhaupt wissen, warum sie was machen. Und ich denke, so ähnlich verhält sich das eigentlich auch mit den sogenannten Philosophen. Obwohl ich das ja selbst studiert habe und dieses Thema auch liebe, denke ich, dass es sich da um Meinungen handelt, die sowieso schon irgendwo in der Gesellschaft existieren und die
immer einem Zeitgeist auch in gewisser Weise entsprechen, also einem Zeitgeist und vielleicht mehreren, und dann halt irgendwie begründet werden. Und je klüger und besser das passiert, desto populärer sind die dann halt. Oder beziehungsweise je näher am Mainstream das geschieht. So, ich bin gleich mit meinem Vorvortrag zu Ende. Noch eine Sache, falls ihr Verständnisfragen habt oder so, könnt ihr die mir gerne jederzeit oder fast jederzeit stellen. Ich würde vorschlagen, jede Folie ist so ein Bedeutungszusammenhang. Danach, also wenn ich dabei bin, eine Folie zu wechseln, empfiehlt es sich eigentlich immer, eine Frage zu stellen, weil sonst kann es sein, dass ich es vielleicht doch gerade noch sagen wollte. So viel zu Verständnisfragen, Diskussionsbeiträge, unterschiedliche Meinungen und so weiter. Die würde ich vorschlagen, am Schluss uns gegenseitig an den Kopf zu werfen. So, aber jetzt geht's mal los hier, endlich. Genau, ich werde ein bisschen erstmal anfangen, wo kommt es her? Und der Begriff. Und werde dann auch darauf eingehen, wo sind wir jetzt? Da gehe ich nicht ganz chronologisch vor erstmal. Also ich werde so ein bisschen Gegensatz-Kontrastpaar gegenüberstellen. Dann will ich analysieren die Gründe, warum ich glaube, warum sich das gewandelt hat, beziehungsweise was so Voraussetzungen dafür waren, und kann dann auf drei Punkte, die ich für essentiell halte, die ich dann noch mal vorstelle. Und dann gehe ich auch ein bisschen auf Folgen und Debatten und so weiter ein und die aktuelle Situation und ein bisschen kleiner utopischer Ausblick. Aber zuerst will ich euch fragen, was ist es? Was ist es Arbeit? Über was reden wir da? Ich mache nicht weiter, bis ich nicht ganz kluge Antworten gehört habe. Oder überhaupt Antworten gehört habe. Das ist auch okay. Eine Tätigkeit, die irgendwie auch ein Ende vorhersieht. Vielleicht etwas arbeiten, etwas erschaffen, etwas... Mhm. Ja. Also eine Tätigkeit, aus der was hervorgeht. Mhm. Eine Tätigkeit, aus der gesellschaftlicher Wert oder in Gesellschaften auch also nicht nur ein gesellschaftlicher Wert, sondern vielleicht auch ein gesellschaftlicher Wert und halt auch Geldwert. Existenzsicherung vielleicht? Ging es jetzt viel um Wert und auch um was dabei rauskommt? Kann man auch arbeiten, ohne was zu bekommen? Ohne Existenzwert, oder ist es dann keine Arbeit mehr? Ja. Ohne Geld? Das ist keine Lohnarbeit. Genau, unterscheidet sich die Lohnarbeit. Also reden wir über Lohnarbeit oder über Arbeit? Die Produktionsarbeit schafft ja auch einen Nutzen. Schafft vielleicht keinen Wert, das ist dann eine Debatte. Oder Anerkennung. Das ist halt so die Art der Entwicklung. Vielleicht schon mal die Leute oder so. Und was ist mit einem Hobby, das ganz viel Arbeit sein kann, oder ist das keine Arbeit? Also Lohnarbeit ist es ja schon mal nicht, oder sitzt ihr im Moment? Also erstmal, ich will auf gar nichts raus, ich will nur verwirren, ne? Also, aber... Aber auch aus Hobbys viel Arbeit gegeben, im Sinne von viel Anstrengung, und das resultiert ja entweder etwas, was man dabei produziert, ob es jetzt was Fassbares ist oder ob es die Befriedigung ist. Also prinzipiell Arbeit, also klar ist das eine Tätigkeit, da sind wir uns einig, und von da an wird es eigentlich unheimlich schwierig. Also wir sagen auch Sachen, für die wir keinen Lohn bekommen, wenn sie anstrengend werden, nennen wir sie plötzlich Arbeit. Ansonsten ist beispielsweise so, es gibt Tätigkeiten, werden ja auch völlig unterschiedlich bezahlt, und klassisch sind unheimlich anstrengende Sachen gar nicht bezahlt, also irgendwie Kinder kriegen Stillen oder so, also ob es Stillen anstrengend ist, weiß ich nicht, aber trotzdem gibt es sich um die eigene Familie zu kümmern oder Freunde, Verwandte
Das ist zum Beispiel, kann unheimlich an die Nerven gehen, ist es meistens nicht. Dafür gibt es halt irgendwelche Berufe, wo man sich vielleicht wundert, was die Leute machen und warum die da Geld kriegen. Das sind ja oft sogar die am besten bezahlten. Also Leute, die irgendwie Geld damit machen, dadurch, dass sie Geld verkaufen. Oder, also es ist unheimlich schwer, das zu kriegen, und das ist eigentlich jenseits unserer konkreten gesellschaftlichen Umstände, in denen wir jetzt gerade stecken, eigentlich gar nicht zu kapieren. Also jemand, der irgendwie von einem völlig anderen Planeten käme oder so, könnten wir unseren Arbeitsbegriff wahrscheinlich gar nicht erklären. Also ohne, dass sich dieser Mensch über längere Zeit hinweg diese Gesellschaft anguckt. Du hast dich gerade gemeldet, habe ich das richtig gesehen? Oder? Achso, nee. Achso, okay, schon. Und also ich wollte vielleicht noch eine Sache hinzufügen, also jenseits von dieser Konnotation, dass es irgendwie anstrengend sein kann oder dass das immer Arbeit impliziert oder dass es was schafft, Nutzen oder Wert, gibt es ja auch noch diese kreative Bedeutung, nämlich dass es was erschafft, also wie zum Beispiel die Arbeiten von so und so, so und so im Sinne von die Werke von oder auch als, also Arbeit, was den Menschen abgrenzt, zum Beispiel von Tieren, das ist ja eigentlich ja. Tiere arbeiten nicht. Tiere modifizieren vielleicht auch ihre Natur, ne? Ist dann eine Frage. Also die Bienen, die fleißig sind oder so, arbeiten die auch? Oder ist Arbeit was nur für Menschen gilt? Ist auch eine spannende Frage. Wir haben nächste Woche ein bisschen weiter vertieft, aber heute auch angegriffen und übernächste Woche auch. Also auch vertieft übernächste Woche. Genau, ja. Also man merkt, wir verwenden einen Begriff, der auf manche Lebewesen zutrifft, auf manche vielleicht eher weniger, und auch da kann man drüber streiten und verschiedene Tätigkeiten. Also es ist unheimlich schwierig, das genau zu fassen, und deshalb stelle ich immer am Anfang so ein bisschen die Frage, weil wir den Begriff wie selbstverständlich verwenden, aber oft gar nicht so richtig wissen, was wir damit angrenzen und was nicht. Und so, da merkt man auch, wie relativ so ein Begriff ist und wie unglaublich der schwanken kann. Und fangen wir mal ein bisschen mit der Antike an und nehmen hier stellvertretend jemanden, der ist noch nicht so antik. Ich weiß jetzt nicht, warum der nicht möchte. Jetzt möchte er. Genau, das da ist Aristoteles. Der ist ja exemplarisch rausgesucht. Ich lese euch mal vor, was da steht, auch für die Aufnahme. Nun ist aber das ganze Leben geteilt in Arbeit und Muse und in Krieg und Frieden. Man wählt mithin den Krieg um des Friedens willen, die Arbeit der Muse wegen. Und die Glückseligkeit scheint in der Muse zu bestehen. Wir opfern unsere Muse, um Muse zu haben. Also man merkt hier relativ deutlich, Arbeit ist für man arbeitet für einen höheren Zweck, und das ist Müßiggang. Also Arbeit ist auf keinen Fall Selbstzweck. Müßiggang oder Muße ist dem übergeordnet in der Antike. Also Arbeit ist ein notwendiges Übel. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, das war eine Sklavengesellschaft. Gearbeitet, zumindest im engeren Sinne, haben andere. Und Aristoteles war mit Sicherheit kein Sklave. Wahrscheinlich hat er sogar welche gehabt. Also das war immer was für die anderen. Also ich weiß nicht, ob er welche hatte. Ich weiß nicht. Ich meine, bei einem Drittel Sklaven wird er auf jeden Fall davon, in der Gesellschaft wird er auf jeden Fall davon profitiert haben. Auch im Mittelalter noch war eigentlich Arbeit durchaus verpönt. Also am Arbeit wurde, also biblisch begründet, Bibel als das große zentrale, Buch zu dieser Zeit, wurde die Arbeit als Erbsünde gesehen. Also das war halt die Folge dessen, dass das Eva von der Frucht der Erkenntnis aß, sind wir plötzlich nicht mehr im Paradies, sondern müssen placken und arbeiten dafür, dass wir Brot auf dem Tisch haben. Und es gibt auch andere Passagen, also in der Bergpredigt gibt es diese Passage: Oh, die Vögel, seht ihr nicht,
die arbeiten nicht und trotzdem sorgt der Herr für sie. Ich weiß nicht, wer das Leben des Brian kennt, kennt da vielleicht diese ganz schöne Passage. Und die Lilien und weiß nicht was. Oder auch das Gleichnis mit die Letzten werden die Ersten sein. Das ganz berühmte, da geht es auch darum, dass das irgendwie Gott für die Leute so sorgt, dass also wie einer, dem ein Stück Land gehört und der stellt Leute ein, die arbeiten und die kriegen ganz tollen Lohn, der deutlich über dem Durchschnitt liegt, wie auch immer, und dann stellt er aber den ganzen Tag Leute ein, um den Tag über zu arbeiten, und manche stellt er irgendwie noch bis kurz ein paar Minuten vor Schluss ein und gibt denen aber denselben Lohn, und dann meckern am Schluss die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, und sagen, ja, warum kriege ich dasselbe wie der? Und dann ist die Antwort, warum, du warst doch zufrieden damit, als du es angenommen hast, und warst doch froh, jetzt sei doch nicht sauer, dass ich zu dem anderen nett bin. Und in diesem Sinne werden die Letzten die Ersten sein. Also es gibt einige Passagen, und so wurde es damals interpretiert, wie es da so ist mit den Büchern. Man kann da alles rausinterpretieren, was man will. Und im Mittelalter waren es halt vor allem die Passagen, im europäischen Mittelalter waren es vor allem die Passagen zu der Kritik der Arbeit und Lob des Müßiggangs. Vielleicht noch was ich am Anfang auch noch vergessen habe zu erwähnen. Es geht hier um Philosophie des sogenannten Abendlandes. Das ist ein Vortrag über westliche Gedankenentwicklung, was einfach eine Zeitentscheidung ist. Selbstverständlich hat sich Arbeitsethik auch an anderen Orten dieses Planeten entwickelt. Aber in den meisten Gesellschaften gab es wahrscheinlich keine, und das hat sich der europäische Arbeitsethos auch ausgebreitet, dominant auf der ganzen Welt, wobei natürlich die Länder, in denen es sowas Ähnliches schon gab, eher vom Kapitalismus profitieren. Also ganz besonders westliche protestantische Länder, die sowieso, aber darauf gehe ich später noch ein, aber halt auch irgendwie in Ostasien, und man kann auch durchaus Konfuzius und Marx inhaltlich sehr, sehr, sehr ähnlich lesen, aber also eine Entwicklung der Arbeitsethik irgendwie in Ostasien oder so wäre ein völlig anderer Vortrag und unheimlich viel, also wird mindestens ebenso einen Abend führen und wäre mindestens ebenso interessant, aber das war jetzt halt nicht Thema der Magisterarbeit und weiß ich auch nicht so viel drüber. Okay, ja, also Wir sehen also, auch im Mittelalter sah das noch ganz anders aus. Über eigentlich Jahrtausende hinweg wurde Arbeit relativ deutlich noch kritisiert oder als notwendiges Übel halt gesehen, aber halt als ein Übel. Und jetzt machen wir einen ganz großen Zeitsprung. Und gehen mal antichronologisch vor. Das ist Claude-Henri de Saint-Simon, ein sogenannter Frühsozialist. Der hat sehr viele, der war sehr einflussreich seinerzeit, aber die sogenannten Saint-Simonisten um sich geschart, war auch Ausschlaggeber für hatte ganz großen Einfluss auf ganz, ganz viele andere und spätere Sozialisten. Auch Marx und Engels waren erklärte Fans von diesen. Der hat so in den 1820er Jahren halt seine Haupttexte verfasst und hat sich sehr stark auch mit dem Adel auseinandergesetzt, den er also mit den Resten des Adels sehr ganz stark kritisiert hatte, und hat halt im Grunde so die These vertreten, dass man halt über Arbeit und dass man da halt zu Wohlstand gelangt, für den waren Unternehmer und Arbeiter eigentlich dieselbe Klasse. Der hat da keinen Unterschied gemacht. Der sah halt noch irgendwie die Geistigen noch als eine eigene Klasse und den Adel, der halt eigentlich so schon in dieser Form an Macht verloren hatte und noch so rudimentär waren. Und die hat er halt stark kritisiert. Die waren für ihn die Müßiggänger. Und die, also die Leute, die einfach schon reich sind und dafür nichts machen müssen. So, hat ganz viele sehr, sehr prägnante Zitate gebracht. Zum Beispiel, es sollen die Müßiggänger daran gehindert werden, die Ruhe der Arbeitenden zu stören.
Also hier geht es natürlich auch um Adel, aber ja, kann man auch weiter fassen. Ideal soll es sich eine Gesellschaft weg von der Feudalgesellschaft hin zu einer neuen Ordnung entwickeln, zu einer Ordnung auch der Arbeitenden und der Unternehmer und so weiter. Er möchte, dass alle Menschen mit überragender Begabung den ersten gesellschaftlichen Rang bekleiden, welche Stellung auch immer sie durch Zufall der Geburt haben möchten. Arbeiter und Angestellte wären dieselbe Klasse, habe ich schon erwähnt, aber in der Schule sollen dann die Rollen eingeteilt werden. Das heißt, Leute, die eher handwerklich begabt sind, sollen dann zu den Arbeitern werden und Leute, die eher Kopfarbeit leisten möchten oder dazu in der Lage sein, die sollen dann halt eher das werden, was wir heute Manager nennen. Da sagt er, Unternehmer arbeiten mit dem Kopf und Arbeiter mit den Händen, deswegen sind letztere ersteren untergeordnet. Und da kommt also, ja, und sein Ziel ist halt, zu einem Sozialismus zu kommen, wo halt jeder Arbeiter seinen Suppenhohn auf dem Tisch hat. Das ist so die Sozialismusvorstellung, die er auch immer wieder bringt und erwähnt. Ich weiß, Veganismus war dann noch kein Thema. Und er ist auch der Meinung, dass Arbeit, dass man, wenn man ganz, ganz viel arbeitet, dass es die Armen reicher machen würde. Also, und in diesem Sinne kam er zu dem Fazit. Zunächst bemerke ich, dass das einzige allgemeine Mittel, dem Volk Unterhalt zu sichern, darin liegt, ihm Arbeit zu verschaffen. Ich meine, hört sich jetzt vielleicht krass und absurd an. Das ist halt die Frage, ob das so absurd tatsächlich ist, diese Meinung. Springen wir nochmal ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte. Genau, also meiner Meinung nach, und deshalb dieser Sprung und dieser Kontrast, ist es genau dieses Ideal, das wir heute gesellschaftlich haben und vertreten. So sieht die Gesellschaft heute aus. Dieser sogenannte Frühsozialist hat im Grunde diese Form des Kapitalismus vorgedacht, die wir heute leben. Also zumindest im Ideal. Die Schule hat das Ziel, die Leute, also mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium und so weiter, in entweder Arbeitende oder in Leute, die dann studieren, einzuteilen. Also Nähen und so lernt man in der Hauptschule, im Gymnasium nicht. Da lernt man Aufsatzinterpretation und so. Klassenbegriff ist super unpopulär. Kann man kaum bringen. Im Gegenteil, es wird sogar eher gelästert über Leute, die Bösen, die den Kapitalismus gefährden, sind zumindest nach Meinung der stärksten Zeitungen irgendwelche bösen Hartz-IV-Empfänger, Florida Rolf und wie auch immer, wobei ich mal eine Statistik gesehen habe, dass irgendwie auf 1 Euro Sozialbetrug in Anführungsstrichen irgendwie mehrere hundert Euro Steuerhinterziehung kommen. Also das ist einfach, ja. Dann, was haben wir auch noch heute? Wie gesagt, wie hier diese Parole des CDU-Plakats, sozial ist, was Arbeit schafft, ist ein klares politisches Credo, womit man auch gewählt wird. So wird es gesehen, wenn alle Leute arbeiten, dann geht es der Gesellschaft gut, oder wenn viele Leute arbeiten und dann profitieren auch die Armen drunter. Ja, und der Arbeiter hat ja auch seinen Suppenhuhn auf dem Tisch, also und zwar nicht nur am Sonntag. Das ist dann vielleicht Chlorhühnchen oder so, aber es ist Hühnchen. Ja, und das springt ja wieder ein bisschen zurück und Bevor du die Folie zeigst, ja, völlig richtig. Also ich wollte nur qualifizierend dazu sagen, also jetzt gar keine Gegenthese oder so, aber ich würde sogar eher noch sagen, nicht nur die Schule bereitet darauf vor, dass manche Menschen arbeiten, manche Menschen studieren, sondern alle Bildungsinstitutionen bereiten auf die Lohnarbeit vor, auch wenn dann natürlich ein kleiner Prozentsatz von Studierenden vielleicht Kapitaleigner schon sind oder werden, ist ja auch gerade zunehmend an der Hochschule oder der Uni zu beobachten, wie alles darauf ausgerichtet wird, Menschen für den Arbeitsmarkt zu positionieren.
sogar schon im Kindergarten mit Vorschule und so weiter und so fort. Oder, ja, ich meine, warum fängt die Schule morgens um 8 Uhr an? Also, da fängt es ja schon an. Und dann werden die Kinder dazu gezwängt, um 7 ins Bett zu gehen und so. Also, ja. Aber ja, da hängt natürlich noch viel mehr mit dran. Das sehe ich völlig genauso. Ja, und dann halt die Frage, woran hat sich das, also wie hat sich das geändert? Was waren so die gesellschaftlichen Bedingungen, die halt diesen speziellen Arbeitsbegriff, den wir heute haben, und der sich so krass unterscheidet von dem, was über Jahrtausende hinweg eigentlich war, wie konnte der sich überhaupt entwickeln? Und ich kam im Wesentlichen auf 3 Punkte, die ich da rausgearbeitet hatte. Das heißt nicht, dass das die einzigen sind, aber das heißt, das sind die ich gesehen habe und die ich für essentiell hielt. Das eine ist das Prinzip des Eigentums, das ich gleich auch noch ausführen würde. Dann die Verbreitung des Protestantismus in Mitteleuropa. Und dritte, die Familie als zentrale Form des Zusammenlebens. Also über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg und auch zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, wäre eins von denen in dieser Form nicht gewesen, hätten wir heute einen relativ stark anderen Arbeitsbegriff. Beginnen wir mal mit dem Eigentum. Der ist John Locke. Der hat so, also der Killer ist einer der Vordenker oder Begründer dessen, was wir heute Eigentum nennen. Vielleicht erstmal, ist allen der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz klar? Ja, okay, ich will es mal aus. Also Besitz ist erstmal was ganz Banales. Man hat was in der Hand und das ist dann halt das, was man in der Hand hat. Und so, das gehört einem halt. Was man halt gerade hat, ist halt das, was einem halt gerade gehört. Und Eigentum ist ein gesellschaftliches Prinzip, das man im Grunde erst erfinden muss. Also es ist auch heute noch eine gesellschaftliche Kategorie, zum Beispiel, klassisch, wir vermischen das mittlerweile begrifflich, aber es ist zum Beispiel so, wenn jemand ein Haus mietet oder ein Stück Land, ist der das Land gerade benutzt und bestellt, eigentlich der Besitzer, aber der, an dem man die Miete zahlt und dem das offiziell gehört, ist der Eigentümer. Also Grundbesitz und Grundeigentum beispielsweise sind eigentlich unterschiedliche Begriffe. Wir vermischen das immer mehr, wir haben dieses Eigentumsprinzip mittlerweile so drin. Oder auch, wenn ich im Supermarkt was in der Hand habe, bis ich es bezahlt habe, ist es nicht mein Eigentum. Das ist eigentlich was, das musst du erstmal erfinden, dieses Prinzip. Und das musst du auch, du brauchst ja Regeln, du brauchst einen gesellschaftlichen Konsens. Und bis dieser Konsens hergestellt ist, bis die Leute den verinnerlicht haben, brauchst du im Grunde auch ein Repressionsmittel. Also du brauchst sowas wie Polizei oder eine Rechtsprechung oder so. Also auch mit diesem Eigentumsbegriff kam auch erstmal Polizei auf. Sowas in dieser Form, also die einzelnen Aufgaben gab es auch schon, aber in dieser Form oder auch modernes Staatswesen kam alles auch in dieser Zeit mit auf und ist auch von diesem Eigentumsbegriff nicht zu trennen. Und meines Erachtens auch der Arbeitsbegriff nicht. Also, es ist, ja, ich fang erstmal mit Locke an. Also für Locke ist es so, ein Mensch, der ein Stück Land bearbeitet, soll ein Anrecht darauf haben, dass er nur die Früchte dessen genießen dürfe. Er hat da... In seiner Begründung hat er das auch gar nicht so noch auf diese Trennung bezogen, dass dann andere für jemanden arbeiten könnten. Für den war das dann eher so die Konsequenz daraus. Wenn man was hat, dann stellt man sich halt Leute ein. Für ihn ist es halt im Grunde so, dass Sachen, die halt niemandem gehören und kollektiv allen gehören würden, die würden halt brach liegen. So, der hatte aber jetzt nicht wirklich an gesellschaftliche Umstände gedacht, die Konsequenz hatte er nicht, sondern einfach nur, okay, guck, wenn es jemandem gehört, wird das gemacht, wenn es niemandem gehört, dann nicht. Und das war für ihn dann relativ einfach und für ihn war auch Eigentum, das hat er vor allem über den Körper begründet. Also das heißt, der eigene Körper, der gehört einem und der gehört nur einem und so hat er das dann halt abgeleitet. Da ist natürlich auch ein, ja, also man...
Für mich taugt Körper nicht als Eigentum, weil da ist ja Eigentum und Besitz auch identisch. Das kannst du ja relativ schlecht verleihen, was bei den Sklaven ja getan wurde. Und hier wird ja eigentlich Eigentum auch, um von der Sklavengesellschaft wegzukommen, verwendet. Also es, ja, ich finde, es funktioniert nicht so richtig, aber ja. Die zwei hier, der linke ist Hegel, der rechts ist Pierre-Joseph Proudhon. Für Hegel entstand oder entsteht moderne Arbeit zusammen mit dem Eigentum durch die Tauschbeziehungen. Das ist relativ eng miteinander vermischt. Und wer Eigentum hat, lässt andere für sich arbeiten. Wer nichts hat, muss arbeiten. Und Eigentum ist durch Recht geschützt. So, also das, was ich auch eben schon so ein bisschen ausgeführt habe. Hegel hat es eigentlich ziemlich stark auf den Punkt gebracht. Vielleicht nochmal, also dieser moderne Arbeitsbegriff funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne den Eigentumsbegriff, weil vorher haben wir Sachen hergestellt, also meistens zu Hause. Man hatte was in der Hand und hat daraus irgendwas gemacht, irgendwie aus Holz was geschnitzt oder wie auch immer. Und das war dann das eigene, bis man es halt irgendjemandem übergeben hat, sei es Geschenk, sei es Tausch, Handel oder wie auch immer. Heute ist es so, Leute bearbeiten was für jemand anderen. Man hat was in der Hand, bearbeitet es und es gehört zu keinem Zeitpunkt dieser Bearbeitung einem selbst. Man braucht also dieses Rechtsprinzip des Eigentums, sonst kann man es ja einfach mitnehmen. Und man kann das dann aber wieder zurückkaufen. Also man stellt dann irgendwas her und kann dann für seinen Lohn sich irgendwas kaufen, was man eigentlich selbst hergestellt hat, was aber nie einem gehört hat. Und dazu brauchst du dieses Eigentumsrecht. Und dieses eigentlich kontraintuitive, ich habe was in der Hand, über das ich nicht verfügen kann, oder ich stelle was her, über das ich nicht verfügen kann, das halt nicht möglich ist. So, und das bringt Hegel zu dem Fazit, wer hat, dem wird gegeben. Was wir heute auch relativ gut kennen, Kapitalismus, wer Schulden hat, muss, oder ja, wer nichts hat, muss noch Mahngebühren zahlen und Überzugsgebühren und so weiter und so fort. Wer aber bereits Geld hat, kann da relativ leicht noch mehr Geld rausmachen. Das gelingt ja auch den meisten. Also wer schon Geld hat, verliert selten, also kann mehr vorkommen, aber verliert es selten, sondern bleibt meistens relativ reich. Für Hegel ist es auch so, dass die Leute in einem Dilemma stecken. Das heißt, je mehr man arbeitet, desto mehr sinkt der Wert der Arbeit. Und je weniger man, wenn man weniger arbeitet, verliert man halt seinen Job. Das mit dem, es sinkt der Wert der Arbeit, ist erstmal ein bisschen abstrakt. Das wird in den nächsten Vorträgen genauer mit Inhalt gefüllt. Meiner Meinung nach steckt auch schon der ganze Marx mehr oder weniger in Hegel drin. Also in diesen Thesen sind eigentlich schon 70-80% des Kapitals zu finden, nur halt viel mehr mit Fallbeispielen und viel detaillierter. Der füllt es halt mit Inhalt, was das bedeutet, dass der Wert der Arbeit sinkt, wenn man viel arbeitet. Aber das ist der Vertrag der nächsten Woche. Und für Proudhon ist es so, der hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Der hat gesagt, die französische Verfassung von 1793, welche besagt, das Recht, die Frucht seiner Arbeit zu genießen, also die Definition von Eigentum sei das Recht, die Frucht seiner Arbeit zu genießen, solle man umformulieren. In Eigentum ist das Recht, völlig ungehindert nach eigenem Gutdünken über Hab und Gut eines anderen Menschen sowie über den Ertrag des Gewerbes und der Arbeit eines anderen Menschen zu verfügen. Und das bringt ihn zu dem berühmten und vielleicht ein bisschen polemischen, aber trotzdem schönen Fazit, Propriété voleur, Eigentum ist Diebstahl. Der zweite Punkt, Ausbreitung des Protestantismus. Also wie gesagt, wir haben ja im Mittelalter gesehen, bei den
in den katholischen Gesellschaften war Arbeit halt noch so ein bisschen ziemlich stark notwendiges Übel. Und man muss ja auch sagen, mit der Bedeutung von Eigentum, das ist ja nicht nur negativ zu werten, hat sich ja durchaus auch die Sklavengesellschaft schrittweise immer mehr aufgelöst. Das war nicht nur in der Antike ein Thema, nämlich auch irgendwie noch in der Renaissance. Irgendwie Genua und Venezia, die großen Mittelmeermächte, die haben auch ganz stark noch vom Sklavenhandel profitiert. Und unser Begriff Sklave kommt nicht vom lateinischen Servum, sondern kommt von Slave. Also das waren Leute aus Osteuropa, die meistens hergeholt wurden. Und die hatten auf der Halbinsel Krim, sowohl Genua als auch Venezia, hatten da Auffanglager, wo sie halt Leute gefangen entführt haben und von dort aus dann über das Schwarze und Mittelmeer nach Europa gebracht haben, hauptsächlich aus Osteuropa. Also das ist relativ neu. Sklavenhaltung ist nichts aus der Antike. Nicht nur aus der Antike, sondern war danach noch ein Thema und durch den Eigentumsbegriff, muss man halt auch sagen, hat sich das auch ein bisschen gelöst. Und zu diesem Zeitpunkt wird halt plötzlich die Arbeit sowas, das kann man ja freiwillig tun, das ist ja auch eigentlich, das kann ja auch ganz toll sein. Und der Protestantismus spielt da mit Sicherheit auch eine große Rolle. Der Rechts, das ist einer der Autoren der Bibel, also auch wieder die Bibel, plötzlich wurden andere Passagen genommen und wurde es anders umgedeutet. Und der hat nämlich einen ganz berühmten Spruch gesagt, ein bisschen aus dem Zusammenhang, da hat er sich über Leute beschwert, die das anders sehen und so, aber im Grunde sagt er, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja, dann Luther, hat er die Bibel ins Deutsche übersetzt, das ist der Links. In der Luther-Übersetzung kommt plötzlich der Begriff Beruf ins Spiel. Also kommt von Berufung, also eine Tätigkeit, die man sein Leben lang ausfüllt. Gibt es auch im Englischen, da ist es Calling, gibt es nur in protestantischen Ländern diesen Begriff. Also Calling als Gegensatz von Jobben. Aber Vocation, ne? Hm? Also Vocation wird es mit der stimmt, ja, da kann man. Kann man auch 1:1 nehmen, Vocation, Berufung, aber Calling wird auch verwendet und bei Weber, glaube ich, stand auch Calling, egal. Also das ist halt durch Arbeit Gott gefällig leben, der hat einem eine Aufgabe erteilt, deshalb ist man halt hier und dann soll man die auch annehmen, so sinngemäß. Und allerdings ist es bei Luther auch noch so, Anhäufen von Reichtum auf Erden ist gottloses Leben. Und das kanonische Zinsverbot wird auch noch fortgesetzt und so weiter. Also das ist so ein handwerklicher und agrarischer Standpunkt laut Max Weber. Beziehungsweise für Drölsch ist es dann halt auch so, die Funktion ist von Luther war erstmal die Leute zwar, also man ist noch nicht auf Gewinn fokussiert, aber es ist erstmal eine gehörige Arbeiterschaft, die dadurch entsteht, durch Luther. Aber auch das hat sich dann relativ schnell bei den Protestanten geändert. Der auf der rechten Seite ist Richard Baxter, ein britischer oder englischer vielmehr, oder was, protestantischer Philosoph. Der meinte, Müßiggang und Reichtum und Ausruhen auf Reichtum wären zwar verwerflich, aber nicht, weil es verwerflich sei, reich zu sein und irgendwie anderen Leuten irgendwas vorzuenthalten oder so, sondern weil einen der Müßiggang zur Fleischeslust animiere oder Wohlstand zur Müßigkeit und zum Müßiggang und Fleischeslust animiere und deshalb solle man nicht so wohlständig sein und nicht so reich sein. Das heißt, wenn man nach wie vor fleißig arbeiten wolle, dann könne man auch rein theoretisch reich sein, das wäre nicht so schlimm. Und demnach ist die Größe der Sünden für ihn Zeitverlust. Und Arbeit ist ein Selbstzweck. Und da wird auch so Paulus-Zitat wieder verwendet.
Genau, also man darf im Grunde reich sein, solange man es nicht genießt. So. Und er meint auch, arm sein wäre wie krank sein, das will ja niemand. Und bei Calvin, das ist der Rechts- und meiner Meinung nach vielleicht der einflussreichste heute, für den ist es so, der sieht es ein bisschen anders, weil auch wenn das Volk arm ist, ist es eher gottgehorsam. So, das findet er dann eigentlich ganz cool. Und außerdem ist es mit dem Reichtum nicht mehr so schlimm, weil es dem Ansehen der Kirche dient, wenn es Reichtum anhäuft. Also da auch wieder irgendwelche Begründungen gefunden, wie ich es halt anfangs ausgeführt habe. Ich denke, man sucht halt irgendwelche Begründungen, um irgendwas, was man will, halt zu rechtfertigen. Und dann, naja, es ist doch gut für die Kirche, wenn es Reichtum anläuft, also kann man es doch machen als Geistlicher, was er selbstverständlich war. Also plötzlich war auch Gewinnstreben mit Religion vereinbar und ja, dann hatte man seine Begründung gefunden. Für mich der dritte Aspekt, warum sich das wandelte, ja, Achtung, jetzt kommt ein wunderhübsches Agenturbild. Ist natürlich keine Familie, sondern das sind irgendwelche Models, aber egal. Die Verbreitung der Familie als normale Form des Zusammenlebens, auch zu diesem signifikanten Zeitpunkt. Arbeit ist in erster Linie, zumindest traditionell, das wandelt sich immer mehr, aber trotzdem ist es erstmal Männerarbeit. Also alles, was nicht zu Hause gemacht wird. Also Mann als in diesem klassischen Schema, Mann als der für den öffentlichen Raum zuständige, der irgendwie draußen Politik macht und Geld reinholt, und die Frau als die klassisch zu Hause dann verantwortlich ist oder die Chefin und da halt irgendwie regelt, wie es da auszusehen hat. Das heißt, der Mann geht in den öffentlichen Raum und arbeitet da, und das heißt, es wird jemand benötigt für zu Hause, der oder die, in diesem Fall halt vor allem die Sachen macht, Kinderbetreuung, Haushalt, auch mentale Unterstützung, Psychologie, Entspannung, Erholung, aber halt auch Altersvorsorge und Pflege. Also auch diese Aufgaben hat die Familie übernommen. Denn nicht nur die Frau, sondern halt allgemein, das dann halt eher die Kinder. Also das war die Sozialstruktur. Und mit dem Arbeitsbegriff hat sich auch unsere Sozialstruktur gewandelt, schrittweise. Genau, es ist auch heute noch relativ schwierig, ohne Familie wirklich so einen klassischen 40-Stunden-Tag durchzuziehen. Also es wird immer mehr, und die Arbeit und der Staat hat ja auch die Aufgabe, so ein bisschen die Leute arbeiten zu lassen. Das wird beim übernächsten Vortrag in 2 Wochen sehr genau ausgeführt, wenn es an Hannah Arendt und Günther Anders geht und so weiter. Werbeblog. Aber na, also der Staat übernimmt immer mehr die Aufgaben, wie ja beispielsweise Kindertagesstätten und so weiter und so fort, oder Rentensystem. Aber prinzipiell ist es erstmal so, man stellt sich das mal vor, man hat das alles nicht. Also man arbeitet den ganzen Tag, ist total ausgebrannt, kaputt, wurde vielleicht sogar noch gemobbt oder so. Dann holt man erstmal die Kinder irgendwo ab von der Kindertagesstätte, dann muss man noch was für die Kinder kochen, auch noch zu Hause sauber machen, Kinder ins Bett bringen und vielleicht noch irgendwann zum Psychologen gehen, weil man ja, wie gesagt, gemobbt wurde. Das ist alles relativ schwer, wenn man niemanden in Rückhand hat. Also es ist auch heute noch so, dass diese Arbeitsgesellschaft auf dem Familienbegriff fußt. Und es ist ja auch tatsächlich so, diese klassischen Frauenarbeiten in diesem Sinne waren ja erstmal meistens nicht bezahlt und sind auch heute noch, da man schrittweise das halt ausgelagert werden und man schrittweise auch dafür Lohn bekommt, sind es auch heute noch die eher schlecht bezahlten Jobs. Also irgendwelche Kinderbetreuer, Erzieher, Reinigungskräfte sind ja nun wirklich nicht die bestbezahlten in unserer Gesellschaft, und oder Pflege und so weiter. Und das sind nicht die einfachsten Berufe, also beim besten Willen nicht. Ich habe 5 Jahre lang in der Pflege gearbeitet, und ich glaube nicht, dass der Beruf lockerer ist als, ich meine, es ist halt anders blöd und unangenehm, als irgendwie in der Bank zu arbeiten oder so, oder im Büro.
was ich jetzt mache, aber ich bin weniger abgekämpft, also Büro, nicht Bank, aber ich bin weniger abgekämpft, als ich seit nach dem Pflegeberuf war. Ja. Dann nehme ich ein bisschen was vorne weg vom nächsten Vortrag. Also das waren für mich die Punkte, wie sich das halt so entwickelt hat. Und ja, genau. Nee, ich mach's gut. Ja, kannst gerne. Achso, ja, ich glaube, ich würde das eher qualifizieren aus so einer feministischen Ökonomiekritik-Perspektive und sagen, nicht die Familie vielleicht auch als abstraktes, sondern ganz spezifische patriarchale Gendernormen, die mit dem Kapitalismus verbunden sind. Also den modernen Arbeitsbegriff ist nicht zu denken ohne die Spaltung der Arbeiterinnenklasse entlang von Genderlinien und der Einhegung von Frauen im Haushalt, was ja auch erst mit dem Kapitalismus passiert ist und dementsprechend der Definition auch von dem, was traditionelle Frauenarbeit ist, ne? Also soziale Reproduktion als Nichtarbeit, nicht in Jugend. Weiß ich nicht mit Sicherheit. Also es ist ja, es gibt auch in der antiken Philosophie die klare Einteilung von irgendwie Frau zu Hause und Mann draußen. Also es ist auch bei den griechischen Demokraten durchaus so gewesen, dass das also die stimmberechtigt waren die Männer und die Frauen waren halt zu Hause. Also das Politische, das Öffentliche war in Europa, zumindest in den Gesellschaften, die dann dominiert haben. Ich weiß nicht, wie es bei den Germanen oder den Kelten im Detail war, dazu wissen wir zu wenig drüber. Aber bei denen, die sich ausgebreitet haben, gerade die Mittelmeerkulturen, war das schon so, diese sexistische Einteilung, die wir auch heute haben. Also, ich glaube, die hat sich ein bisschen gewandelt. Also na klar gab es auch vorher eine patriarchale Ordnung, die war halt einer anderen Natur. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass in feudalistischer Zeit ganz viel am Hof und auch vor feudalistischer Zeit natürlich alle Menschen am Hof. Also es gab gar nicht die Trennung zwischen öffentlichen und privaten, zwischen hier Haushalt, der Sphäre, wo irgendwie Reproduktion geleistet wird, und der öffentlichen Sphäre, wo Lohnarbeit geleistet wird, weil es keine Lohnarbeit nicht das dominante Einkommensverhältnis war. Sondern alle haben irgendwie im Hof gearbeitet, sicherlich haben Frauen andere Tätigkeiten übernommen, aber Frauen haben genauso irgendwie auch landwirtschaftliche Arbeit mit übernommen. Und dann erst mit der Enteignung von Menschen auf dem Land und einer dominanten Einführung von einem Lohnarbeitsverhältnis ist ein Trend dazu entstanden, dass Frauen also keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, beziehungsweise auch noch früh, so im 16. und 17. Jahrhundert, haben ja zumindest Arbeiterinnenklasse Frauen eigentlich fast alle gearbeitet, bis dann so in dem 17. Jahrhundert eigentlich zumindest in Mittel- und Westeuropa Gesetze verabschiedet wurden, die Frauen auch aus den Fabriken und aus Handwerksberufen und so weiter eben wieder zurückgezogen haben. Aber also ich meine, da ist ja schon ein Wandel. Frauen waren ja nicht seit der Antike nur im Haushalt, sondern also gerade auch in der frühen Industrialisierungsphase Fabrikarbeiterinnen, zumindest halt eben Arbeiterinnen. Ja, es ist schwierig, das so hundertprozentig einzuschätzen. Das auch wieder in zwei Wochen bei dem Vortrag. Zum Beispiel vertritt da Hannah Arendt eher die These, dass die entgegengesetzte These, ne? War so, dass die Frauen eher gesellschaftlich ausgeschlossener waren, wobei sie sich mit dem Mittelalter eher weniger beschäftigt. Genau, sie bezieht ja eigentlich nur auf die Antike, oder? Also da würde ich auch. Ja, genau, primär und Übergang, ja, aber genau, ich glaube, wir sind schon wirklich mitten in der Diskussion, auch wenn es natürlich ein super spannendes Thema ist, aber ja, ich glaube, ich auch für diese These, also für Familie in dieser Rolle jetzt auch gar nicht so essentiell, weil ob das jetzt so stärker oder weniger stark ausgeprägt war, ich glaube, die Dichotomie, die ist schon da und dass dann halt Frauen auch arbeiten gingen, ist ja auch eher, also wie auch heute, wo sie es halt wieder tun oder verstärkt wieder, ist ja auch ein bisschen eine Folge dessen, dass es halt unheimlich schwierig ist, mit einem Gehalt eine ganze, also mehrere Leute zu ernähren, war es auch wieder andere Umstände hat, was auch wieder damit zu tun hat, je mehr man arbeitet, desto ärmer werden die Arbeiter allgemein. Was aber der Vortrag von nächster Woche und ganz viel Marx und Engels ist. Und jetzt ein bisschen was vorneweg nehme ich auch schon von dem Vortrag, nämlich den Friedrich Engels. Den Marx lassen wir mal außen vor. Nämlich, warum bringe ich ihn hier rein? Zur Entwicklung des Arbeitsbegriffs. Der hat nämlich was ganz Interessantes gemacht. Der hat einen Aufsatz geschrieben, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Das ist was auch anfangs schon mal ein bisschen erwähnt wurde.
Also das heißt, der hat eine Anthropologie, das durch Arbeit gemacht. Dadurch, dass der Mensch gearbeitet hat, wurde er zum Menschen. Das begründet da, wie ich finde, also ich halte ihn für einen relativ genialen Wissenschaftler in vielerlei Hinsicht, aber seine Begründungen, na gut, er meinte halt, die Arbeit hat sich auf Sprache entwickelt, also das ist seine These, und auch die Hand oder alle unsere Organe wären ein Produkt der Arbeit, aber auch unsere Arbeit ein Produkt unserer Organe, das wäre so eine Wechselwirkung. Also das heißt, wir könnten arbeiten dadurch, dass wir Sprache und Hände haben, aber unsere Hand hat sich auch irgendwie durch unsere Arbeit erst entwickelt und die evolutionäre Notwendigkeit entstand erst dadurch. Das mit der Sprache, also das ist halt alles eine These, Beweise bringt er in dieser Form nicht, aber es ist eine These, eine Arbeitshypothese, über die man auch streiten kann, es sind ein paar interessante Gedanken dabei. Sein Beweis, das mit der Sprache, ist irgendwie, dadurch, dass Tiere, die domestiziert wurden, also die mit Menschen zusammenleben, die würden feststellen und dadurch auch bedauern, dass sie nicht sprechen können, weil sie dadurch erst mitkriegen, was sie nicht können, und andere Tiere würden das nicht bedauern, und das ist sein Beweis. Man muss aber auch fairerweise sagen, sein Aufsatz bricht einfach ab, er ist nicht zu Ende geschrieben und wurde auch nie von ihm veröffentlicht. Also wir wissen nicht, warum er abbricht, ob er gemerkt hat, na gut, und die Begründung, naja, oder ob er einfach nicht fertig wurde oder warum auch immer. Wissen wir einfach nicht, aber ich denke, man kann ganz stark irgendwie einen Versuch erkennen, das, was wir schon im Protestantismus gesehen haben, und natürlich hat er in sehr protestantisch geprägten Gesellschaften gelebt, in Deutschland und England, Marx auch. Das heißt, das, was halt vorher, diese Arbeitsethik, die halt vorher religiös begründet war, plötzlich auf eine evolutionäre und atheistische Grundlage zu stellen, auf eine nicht-religiöse. Also das heißt, dieselben Ideale zu vertreten, aber sie anders zu begründen. Auch wieder, was ich am Anfang ausgeführt habe, Leute haben schon irgendeine Meinung und dann suchen sie sich die Argumente. Ich finde, das sieht man hier auch ganz gut. So, und das stellt sich halt, stellen sich auch viele Fragen dadurch, die wir dann auch gerne nächste Woche genauer debattieren können. Nochmal, was haben diese zwei hier miteinander gemeinsam? Also für die Aufnahme, das eine ist, den habt ihr ja schon gesehen, der Apostel Paulus, einer der Autoren der Bibel. Und das andere ist Wladimir Iljitsch Uljanow, auch Lenin genannt. Was haben die gemeinsam? Warte. Die eben von dir genannte Aussage, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Sehr gut, sehr aufmerksam, genau. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Allerdings war Lenin, der war da relativ clever in seiner Art und Weise, so wie der halt immer geschrieben hat. Der hat es natürlich nicht selbst gesagt, der hat es nämlich Marx im Mund geschoben. Der hat, also bei Marx ist es so, der spricht ja von verschiedenen Sozialismusphasen und eine Sozialismusphase auf dem Weg zum Kommunismus, also eine nachkapitalistische Gesellschaft, die aber noch nicht Kommunismus und noch nicht klassenfreie Gesellschaft ist, wäre, dass die Menschen halt so viel bekommen, wie sie arbeiten, ungeachtet dessen, ob sie halt irgendwie häkeln oder Produktion leiten, wie auch immer. Also der Marx war ja nicht wirklich anti-hierarchisch, für den gab es schon Leute, die was leiten. Also dass sie halt quasi nach Stunden bezahlt werden, relativ streng. Und daraus hat halt Lenin geschlossen, ja, in diesem Sinne ist es wirklich im Sozialismus so, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also der hat nicht gesagt, wer nicht arbeiten will, sondern wer nicht arbeitet. Da ist ja auch immer die Frage mit den Übersetzungen der Bibel, und der hat es dann halt so übersetzt. So, also plötzlich war diese Arbeitsethik auch ganz klar religiös gestartete Arbeitsethik, ganz klar bei atheistischen linken revolutionären Bewegungen angekommen. Vielleicht, ja. Also meines Wissens hat er das gesagt, eigentlich nur in der Bürgerkriegssituation in Russland,
und eigentlich nur darauf bezogen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo alle was machen müssen, weil tatsächlich sonst die Engpässe in der so Essversorgung anstehen. Ja, das hat er in Staat und Revolution geschrieben, das 1917 rauskam. Demnach ist da schon was dran, dass er es da geschrieben hat, aber der hat das nicht nur auf diese Situation bezogen, sondern das war schon allgemein auch der Plan für die nächsten Jahre und er hat halt, also er hat es halt Marx in den Mund geschoben und Marx hat es ja in diesem Sinne nicht im Bürgerkrieg oder geschrieben. Also er hat ihm schon einen universalen Anspruch eigentlich gegeben. Klar, es war in der Bürgerkriegssituation, in der es geschrieben wurde, aber er hat es schon relativ allgemein begründet. Aber hat er es ihm nur geschoben oder hat Marx das wirklich gesagt? Also dieses Zitat hat er so nicht gesagt, aber er hat den Marx halt so interpretiert. Also Lenin hat es auch nicht gesagt, er hat es gesagt. Sondern Lenin hat halt gesagt, in diesem Sinne trifft die Parole zu und begründet es halt irgendwie mit dem Marx, dass das halt im Sozialismus oder in einer gewissen Phase des Sozialismus die Leute so viel kriegen sollen, wie sie halt arbeiten. Und das war halt die Konsequenz, ja, wenn sie so viel kriegen, wie sie arbeiten, dann heißt es, wenn sie nicht arbeiten, kriegen sie nichts. So. Also schon ein bisschen eingeschränkt, aber wir wissen es ja, wie das gerade ist bei vielen Marxisten und auch Leninisten, die nehmen das dann so wie andere Leute halt die Bibel unglaublich wortwörtlich und überspitzen das auch. Und man muss auch nochmal sagen, auch bei Marx, also es kann einen Grund geben, warum Engels den Aufsatz nicht zu Ende geschrieben hat, aber die Anhänger haben das dann halt so ernst genommen. Das wurde dann halt nach Engels Tod veröffentlicht. Und auch Marx ist von seinem Arbeitsethos im Alter immer mehr abgerückt. Aber die anderen Sachen waren dann halt schon geschrieben. Und wurden dann halt als, ich drück's jetzt ein bisschen überspitzt aus, durchaus als quasi heilige Schriften dann überinterpretiert. Also ich glaube, das Problem war nicht immer, also war das Problem der Marxisten war weniger Marx, sondern, also vielleicht auch, weil er so ein unglaublich großes Ego hatte und auch Überzeugung war, dass er immer recht hatte, aber vor allem halt die Marxisten, die das dann halt auch tatsächlich, also allein, dass sie sich Marxisten nennen, ne, das war jetzt erstmal eine Beleidigung ich glaube, einer der Ersten, der vom Marxismus gesprochen hat, war Bakunin, der die anderen Leute beleidigen wollte und sagen wollte, ey, guck mal, ihr hinterfragt es doch gar nicht, ihr nehmt das Wort wörtlich, ihr seid voll religiös. Und dann gab es wirklich ein paar Leute, die sich dann wirklich so genannt haben. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Kritik damals auch ein. Also es waren ja immer umkämpftes Feld. Der links ist Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, der schrieb das Recht auf Faulheit. Der war selbst eigentlich auch Marxist, allerdings ein bisschen eine antiautoritäre Reform dessen. Das war ein sehr polemischer Aufsatz, aber auch sehr poetisch. Also seiner Meinung nach ist er die Konsequenz aus der Analyse von Marx und Engels, dass Leute eigentlich nicht mehr, sondern weniger arbeiten sollen. Und und als es dann übersetzt wurde vom Französischen ins Deutsche und dem Sozialdemokraten abgedrückt wurde, waren die ein bisschen nervös, vor allem auch sein Übersetzer. Also das Original ist auf Französisch geschrieben worden. Und dachte dann irgendwie, okay, was in Frankreich vielleicht ganz gut ankommt, eher katholisch geprägt, könnte in Deutschland eigentlich stärker kritisiert werden. Und sie waren recht nervös. Die Reaktion war aber völlig überraschend für die. Die Auflage war sofort vergriffen und nach wenigen Tagen, Wochen wurde das Drucken in Broschürenform gewünscht. Also es war unheimlich beliebt, dieser Aufsatz mit dem Recht auf Faulheit unter der Arbeiterschaft. Dann noch der in der Mitte ist Pjotr Alexandrowitsch Kropotkin. Der hat sich auch ganz viel mit Arbeit beschäftigt, hat, ich finde, auch relativ viel auch ergänzt von Marx und Engels. Ich halte so ein bisschen Ausklammer, wie gesagt, wegen dem Vortrag nächste Woche. Ich will ja, dass es sich lohnt, mehrmals zu kommen.
Und der hat halt die Rolle der Frau reingebracht. Der hat gesagt so, hey, auch die verrichten dieselbe Arbeit und dann muss, also die müssen auch befreit werden. Eine Gesellschaft ist nicht befreit, wenn die Hälfte Herdsklaven sind. Der hat auch in der Kapitalismuskritik auch die Arbeitsteilung als einen Herrschaftsfaktor erwähnt. Ja, und dann kommt halt noch der Selbstbestimmungsaspekt der Anarchisten hinzu. Also wir haben halt in Spanien zum Beispiel 1936 ganz klar halt 36, 37 erkannt, dass ganz viele Leute, die also auch Anarchisten, die durchaus Arbeitsethos à la Marx oder selbst Lenin auch Intros hatten und wirklich glaubten, sie befreien sich durch die Arbeit. Das gab es bei den Anarchisten ja durchaus auch, aber der Selbstbestimmungsaspekt war halt einfach wichtiger und dominanter. Das heißt, die Arbeitenden sollten halt entscheiden, wie viel sie arbeiten. Und plötzlich waren das halt Kämpfe auch gegen die Arbeit und die Leute haben dann haben die Arbeitszeit verkürzt, weil einfach die Arbeiten selbst entschieden haben. Und demnach ist, denke ich, auch so ein bisschen Selbstbestimmung und Anarchie auch so ein bisschen vielleicht so ein Schutzmittel gegen zu viel Arbeitsethos. Also man kann sich natürlich auch ganz toll selbst ausbeuten, das kann auch passieren. Aber prinzipiell so fremdbestimmtes Arbeiten wird dadurch so ein bisschen minimiert. Und der Rest ist Max Weber, der hat auch, der hat halt die These von der protestantischen Arbeitsethik erst gebracht und es war halt zeitlich nach Marx und Engels zum Beispiel. Es kann durchaus sein, dass wenn die das schon gekannt hätten, dass vielleicht der Engels diesen Aufsatz nicht geschrieben hätte. Also ich meine, so ein Gedankenkonstrukt kann durchaus auch schon Einfluss auf einen haben, ohne dass man, also meistens haben Gedankengänge Einfluss auf einen und man merkt es nicht so richtig. Und diese, ja, ich habe das jetzt halt, diese Gedanken, die ich vorhin gebracht habe mit dem Protestantismus, die wurden da vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, das sehen wir heute aus der Distanz danach. Und Max Weber war im Grunde der Zentrale, vielleicht auch noch mit Ernst Troeltsch, die das so erarbeitet haben. Und diese Punkte zeigen mir halt vor allem eins, also vor allem die Reaktion auf Lafargues Aufsatz, also die begeisterte Reaktion darauf der Leute, oder halt auch dieser Selbstbestimmungsaspekt, dass wenn Leute selbst entscheiden können, wie viel sie arbeiten, dass sie in der Regel eher weniger arbeiten als mehr, zeigt mir halt vor allem eins, die Philosophie hat auch eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die Arbeit irgendwie aufzuwerten. Das muss man irgendwie begründen. Dass Arbeit was Geiles ist, ist erstmal total kontraintuitiv. Dazu muss man Begründungen finden. Und zum Beispiel seit dem letzten Jahr, im Juni, hatte ich die Zeit in der Hand, zufällig in einem Café. Und dann war gleich auf der ersten Seite, wurden Leute gefragt, also da gab es eine Umfrage, wie glücklich und zufrieden die Deutschen sind und ob sie gerade sich also mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden sind oder eher unzufrieden. Und die zufriedensten Leute in Deutschland waren Schüler kurz, also rund um den Schulabschluss, kurz davor, kurz danach und Werktätige kurz vor der Rente, beziehungsweise Leute, die gerade in Rente sind. Also sprich, Leute, die gerade Aussicht darauf haben, eine längere Zeit nicht arbeiten zu müssen und gerade irgendeinen anstrengenden Lebensabschnitt hinter sich zu haben. Also es gibt ganz viele solche Beispiele. Also Arbeit macht erstmal nicht glücklich und viele Leute, also es gibt auch Beispiele irgendwie in Wolfsburg bei VW, standen sie irgendwie vor der Wahl, ob sie durch die weitere Entwicklung der Produktionsmittel, ob sie da Leute halt rausschmeißen oder nicht und haben dann die Arbeitszeit verkürzt. Und das kam dann eigentlich super gut an. Also die Leute, also das war die Frage, ob das halt
Ja, also man dachte irgendwie, die gehen dann auf die Barrikaden, weil sie weniger Lohn kriegen. Es gab da auch durchaus heftige Debatten, aber letzten Endes ist es ja sehr so, dass halt diese 5-6 Stunden weniger Arbeit und dafür halt ein bisschen, also als Industriearbeiter verdient man halt doch gesellschaftlich gesehen zurzeit verhältnismäßig gut. Zumindest so für Mittelstandsverhältnisse oder wie man es halt nennen mag. Und dann war denen halt wieder so ein bisschen weniger Geld und dafür mehr Freizeit eigentlich ganz recht. Auch wenn man vielleicht in Wolfsburg nicht ganz so viel damit anfangen kann, aber trotzdem. Auch vielleicht noch eine Erwähnung. Es gibt noch einen Aufsatz von Bertrand Russell, britischer Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er hat das Lob des Müßiggangs geschrieben. Eigentlich haargenau derselbe Inhalt, selbe Umfang wie das Recht auf Faulheit, nur in den 1950er Jahren, also 70 Jahre später. Und er sagt halt vor allem, die Situation ändert sich nicht, Konsequenzen wurden nicht daraus gezogen. Fordert dasselbe, eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Ja, genau dieselbe inhaltliche Kritik, ein bisschen diplomatischer geschrieben. So, und jetzt kommen wir zur aktuellen Situation und wir sehen halt, dass die Gesellschaft vollständig auf dieser Normarbeit, dieser Arbeit, die in den letzten Jahrhunderten so definiert wurde, fußt. Unser Rentensystem funktioniert nicht ohne Arbeit, unsere Altersvorsorge, unser Sozialsystem, das heißt, die Leute, die nicht arbeiten, werden dann halt im Idealfall von denen finanziert, die arbeiten. Und man soll ja auch arbeiten wollen, sonst kriegt man nichts. Die öffentliche Ordnung basiert darauf, das mit den Polizisten habe ich vorhin ausgeführt, aber auch andere Aspekte, zum Beispiel die Nachtruhe von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, also das heißt, ab 6:01 darf es laut sein, was natürlich auch nur Sinn ergibt, wenn halt Leute arbeiten und placken und man dann halt schon wach ist, weil dann der Wecker klingelt. Aber auch Selbstwertgefühl, Psychologie, alles fußt darauf. Und durch Automatisierung, auch ein Thema der nächsten Wochen, haben wir so eine Verknappung, Rarisierung der Arbeit. Und da haben wir ein ganz, ganz großes, starkes Spannungsfeld, weil die gesamte westliche Gesellschaft ins Schwanken gerät. Das ist nichts Neues, aber es wird halt immer stärker und es ist meines Wissens gerade kein Staat auf diesem Planeten nicht verschuldet, weil das einfach so nicht mehr funktioniert. Und das wird stärker, da hängt noch viel mehr mit zusammen. Dadurch, dass die Arbeit ausgeht, dadurch, dass wir eine Arbeitsgesellschaft haben, der die Arbeit ausgeht, diese Form der Arbeit, natürlich wären nicht die möglichen Tätigkeiten weniger, sondern diese Form der Tätigkeiten, die wir arbeiten, gerät die gesamte Gesellschaft ins Wanken. Es ist ein Kostenfaktor, also ich meine, man hat also als Unternehmen entweder die Möglichkeit, auch wenn man seinen Profit steigern will, entweder mehr Gewinn zu erzielen oder die Kosten zu senken, und einer der größten Kosten sind halt Lohnkosten, deshalb wird da halt unglaublich viel geforscht, wie man das halt kürzen kann, und das findet eigentlich in allen Bereichen statt, selbst auch in Sachen, wo man es vielleicht nicht so annehmen mag, wie zum Beispiel Dienstleistungen, aber auch das wird zu weit gehen. Ich habe jetzt auch schon eine knappe Stunde geredet, vielleicht auch noch ein bisschen wieder so ein schönes Agenturbild, das ist so das gesellschaftliche Ideal, so ein bisschen der fashion Typ, der arbeiten geht, in Krawatte und schicken Anzug. Und wir haben halt jetzt die Situation, dass das gesellschaftliche Ideal längst den Protestantismus überholt hat. Es gibt vorauseilenden Gehorsam, Stress ist ein Statussymbol. Wir machen uns zu Maschinen und Arbeitssklaven. Also Stress ist ein Statussymbol, probiert es mal aus, geht mal auf die Straße und fragt jemanden. Also auf die übliche Frage, und wie geht's dir so? Und dann antwortet man ja relativ oft drauf, ganz gut, bin zurzeit im Stress. Antwortet mal so und guckt, wie der andere antwortet. Es ist relativ undenkbar zurzeit,
gesellschaftlich, höflichkeitstechnisch, knicketechnisch darauf zu antworten, ach nö, ich gar nicht, sondern man antwortet eher darauf, oh ja, das kenne ich, oh, ich bin auch im Stress, oder irgendwie so, warum bist du im Stress, bist du doof oder so, also ich entspanne mich oder so. Also das ist super, super unhöflich, das ist kaum vorstellbar, also es ist ein Statussymbol und ja, also wir überholen es auch, und wenn jemand so irgendwie am Arbeitsplatz so ein bisschen faul ist, sind eher die Kollegen sauer auf den. Also irgendwie sagen, oh, der macht's richtig oder die. Was wahrscheinlich auch eine Entwicklung ist, die vielleicht mal ein bisschen anders aussah. Also vielleicht mal woanders standen. Aber dieser Typ hier sieht ja eigentlich ja so aus. Von innen. Also Für die Aufnahme, das ist ein abgebranntes Streichholz. Ja, also ein Drittel der Menschen ist durch Arbeit gesundheitlich ruiniert, laut UNO. 16% der nicht krankgeschriebenen haben Symptome der Depression, also selbst der nicht krankgeschriebenen. 800.000 Erwerbstätige nehmen regelmäßig Mittel zur Leistungssteigerung, und da stehen nicht Kaffee oder Club Mate drunter. Sondern andere Dinge wie Pyrazetam oder Methylphenidat, Modafinil und so weiter. Die WHO sagt, 2020 werden die Depressionen an der Spitze der Erkrankungen stehen, die vorzeitige Arbeitsunfähigkeit oder Tod verursachen. Aber auch unter Arbeitslosen sind psychische Störungen die häufigste Gesundheitsstörung. Das heißt, die Arbeitsgesellschaft betrifft alle, egal ob sie arbeiten oder nicht, wenn man da auch das Selbstwertgefühl rauszieht. Und bis vor wenigen Jahrzehnten, oder ja, was ja sogar noch so, dass man eigentlich dachte, Leute, die psychologische Betreuung haben, sind eigentlich die nicht arbeiten müssen, arbeiten können, vielmehr, die arbeiten, denen geht es normalerweise eigentlich gut. Also unsere Psychologie wurde ja auch darüber definiert, dass die Leute halt arbeiten. Das merkt man ja auch heute noch. Es wird ja auch psychologische Betreuung, wird Coaching genannt. Das heißt, es werden Tagespläne erstellt, das ist ein großer Teil dessen. Und man könnte ja auch rein theoretisch sagen, wenn jemand manisch-depressiv ist, wenn er verschiedene Schwankungen oder Phasen hat, er oder sie, dann kann man auch sagen, hey, guck mal, der ist manchmal super glücklich und manchmal super traurig. Im Durchschnitt geht es diesen Menschen ja auch so gut wie den anderen. Das kann ja auch, die manchen Phasen haben ja auch was Tolles. So, aber das funktioniert, also kann man drüber streiten, das könnte man vielleicht vertreten, aber das funktioniert halt nicht mit einer Arbeitsgesellschaft. Weil dann bist du halt einfach mal ein paar Wochen vielleicht draußen und kannst so ein bisschen arbeiten. Ja, und mittlerweile entdeckt man aber relativ stark, die Arbeit macht mindestens genauso krank und mit zunehmendem Maße, und es wird immer heftiger. Und das heißt also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch individuell stecken wir da gerade in der richtigen Kacke, die auch hervorgerufen ist durch unseren Arbeitsbegriff. Ja, und damit ich euch nicht so alle ganz so frustriert dastehen lasse, können wir uns auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir da wieder rauskommen. Zumindest ist es skizzenhaft. Es gibt ein paar Leute, die haben schon Anfang der 90er, ich sitze in Frankfurt, die haben mal berechnet, also Frankfurt-Main, die haben berechnet, ich glaube anhand des statistischen Jahrbuchs von 1989 oder so, also Westdeutschlands, und mit dem Lebensstandard von 1990 haben sie berechnet, wie lange die Leute arbeiten müssten, wenn man Arbeit relativ gleichmäßig verteilen würde unter Leuten so ab 20, zwischen 20 und so 60 oder so, oder auch ein bisschen davon ausgehen, dass manche Leute dann vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten. Ja, also es halt relativ gleichmäßig verteilen wird, und kam auch zu dem Schluss, dass man den Arbeitsbegriff ohne den Gesellschaftsbegriff eigentlich gar nicht ändern kann und die gar nicht voneinander trennen kann, und haben dann halt dadurch halt auch irgendwelche Berufe weggestrichen und weggekürzt, die es im Grunde nur
im Kapitalismus geben kann und im Kapitalismus gibt, wie zum Beispiel Steuerberater, Finanzberater, Börsenbroker, Banker, Chefs, Unternehmer, und dann haben sie halt ganz viel berechnet und das ganze Buch besteht eigentlich nur aus Berechnungen und kam dann auf eine 5-Stunden-Woche. Also nicht 5-Stunden-Tag, sondern 5-Stunden-Woche und kam dann halt auch so ein bisschen zu dem Schluss, ja, also das ist dann in dieser Form auch keine Arbeit mehr. Und in diesem Sinne lasse ich euch erstmal mit dem schönen Gedanken und vielleicht auch mit der Anregung und der Diskussion, wie wir dahin kommen können und wie wir ein bisschen aus dieser Misere rauskommen können. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ihr hörtet den Mitschnitt der Veranstaltung Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit Teil 1. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutungen dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute. Organisiert von der anarchistischen Gruppe Neukölln und der anarcho-syndikalistischen Jugend Berlin im Juli 2015. Der Blog des Referenten heißt ohnearbeit.blogsport.de.